Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders mit eurem Bobas. Und ich habe mir erlaubt, da hinten die Ecke nochmal wegzureißen mit dem ganzen Steinen, weil ich doch diesen Steingarten machen wollte. Ich habe jetzt auch ein bisschen hier die Erde noch ausgetauscht, habe hier noch ein bisschen grün gemacht. Und da vorne habe ich jetzt erstmal noch nichts gemacht, weil da habe ich nämlich vor, etwas Größeres zu bauen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das genau machen werde. So, ich habe das ja geändert. Ich habe jetzt halt Holzbänke reingestellt, weil da habe ich gemerkt, dass mir das fehlt. Und zwar möchte ich ja diesen Steingarten machen. Und da braucht man auf jeden Fall drei von diesen Steinen. Man braucht, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drei von den Kieseln. Ja, kleine Kiesel, genau. Die würde ich jetzt auch mal platzieren. Und, jetzt muss ich doch mal gucken. Oh, ein Kieselhaufen. Da habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Habe ich einen Kieselhaufen? Da muss ich jetzt mal gucken. Weil Kiesel habe ich ja, aber Kieselhaufen, es könnte höchstens sein, dass ich den in der Kiste habe. Also oben. Ah, nee, hier. Cool, Kieselhaufen. Und Steinhaufen habe ich auch. Und einen Erdhaufen habe ich auch. Ah, mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt passt. Moment, wo bist du? Da. Ein Kieselhaufen. Den würde ich dann hier in die Ecke noch platzieren. Jetzt ist nur die Frage. Also, die Pflaumenbeersetzlinge, die waren im Übrigen auch neu. Das war mir nicht bewusst, dass ich die noch nicht hatte. Da muss ich noch ein bisschen austauschen. Jetzt würde ich dich mal hier reinpflanzen und dort rein. So. Dass ich die gleich wieder rein stecke in die Erde, dass die wachsen können. So, aber was brauche ich noch? Ich muss tatsächlich nochmal auf meine Liste gucken. Wir brauchen drei große Felsen oder moosige. Wir brauchen fünf kleine Kiesel. Das ist es. Okay, fünf kleine Kiesel. Fünf kleine und die habe ich gerade weggeschmissen natürlich. Also nicht weggeschmissen, aber eingesteckt. Also nehmen wir die nochmal raus. Da ist immer die Frage, ne, wo platziert man dieses Zeug? Gut, und dann brauchen wir noch Trittsteine. So, und die Trittsteine habe ich hier. Dann würde ich mal sagen, nehme ich beides raus. Was tue ich dafür weg? Ich tue jetzt mal die Treppen dafür weg. So. Irgendwie hier so einen Weg durchbasteln. Also ich meine, ich brauche nur zwei. Aber Moment, Trittsteine hier. Könnte sein, dass das jetzt entweder zum Steingarten wird oder nicht. Okay, Moment. Bevor es jetzt hier wieder finster wird, lege ich mich natürlich mal schlafen. So, hier habe ich schon meine Werkstatt, im Grunde meine Freiluftwerkstatt eingerichtet. So, komm. Naja, man merkt definitiv, auf diesem Eiland steht sehr viel Zeug. Es ruckelt ohne Ende. So, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ich habe gigantischer Platz. Ich habe Holzbank. Ich habe... Ah, vielleicht brauche ich drei moosige Steine. Also, dass ich das oder das dreimal brauche. So, Steinhaufen. Ich weiß nicht, ob ich den auch brauche. Ich hau ihn jetzt mal daher. Kann ja nicht schaden, ne? So. So, wir brauchen zwei Trittsteine, einen Kieselhaufen. Kieselhaufen habe ich doch platziert. So.
Damm. Den habe ich dahin. Den Kieselhaufen. Vielleicht ist es jetzt einfach auch zu viel. Nein, nicht austauschen, wegnutzen. Ich mache das mal nochmal reduziert. Einfach nur deswegen, dass ich nicht hier irgendwas... Ja, das ist halt immer dieses, ne? Ich platziere es und dann... Moment, ich tue die mal weg, weil das brauche ich jetzt nicht, dass ich die Steine dann auch wieder reinbekomme. Genau, das ist doch der eine Kieselhaufen. Braucht es eine Lichtquelle? Eigentlich nicht, ne? So, Kiesel. Sortier mal bitte. So, kleine Kiesel. 1, 2, 3 habe ich doch drin. Ich habe mindestens 2 Tricksteine. Ich habe... Boah, vielleicht, weil es 2 Holzbänke sind. Das ist immer das Problem hier. Gigantischer Platz. Steck dich nochmal ein. So, und dich. Obwohl das halt ideal war, ne? So, vielleicht muss ich dann doch die hier nehmen. Moment, ich mach's mal nochmal wieder weg. Ich mach jetzt einfach nochmal leer. So. Man weiß ja nicht. So, du kommst weg. Du und die Bank, die lasse ich stehen, weil die brauchen wir auf jeden Fall. So, meine schlaue Liste sagt mir, ich brauche eine Holzbank, die habe ich da stehen. So, dann brauche ich große Felsen 3-mal. So. Ich würde den gerne da hinsetzen. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Dann brauchen wir 5-mal. Ach, deswegen die ganze Zeit, ne? 5-mal kleine Kiesel und einen Kieselhaufen. So. Ich mag keinen Regen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, so und den anderen da noch, 5-mal. Gut, und dann noch den Kieselhaufen, den würde ich auch wieder da herlegen. Und? Änderst du dich oder nicht? Okay, nee, kann sich ja noch nicht ändern, weil mir noch 2 Trittsteine fehlen. So, und das sind diese hier. Da ich wegmäßig hier reinkommen möchte, ah, jetzt gigantischer Steingarten, alles klar. Kann ich das jetzt halt nämlich noch ein wenig dekorieren. Warte mal, vielleicht so. Dann können wir das da und nochmal so. Zu viel ist es auf jeden Fall nicht, finde ich jetzt zumindest. So, dann könnte man da an die Stelle noch einen moosigen machen, vielleicht da noch einen moosigen. Und dann können wir natürlich auch noch mal 2-3 Kiesel platzieren. So, und dann tue ich noch die zweite Bank rein. Ich denke schon, dass das bleibt, als gigantischer Steingarten. Es wäre seltsam, wenn nicht. Oh, der Erdhaufen, ich weiß nicht, ob der jetzt halt wirklich so hier reinpasst. Der würde eher, wenn dann davor passen oder so. Steinhaufen wäre jetzt halt schon eher was, den wir hier in die Mitte noch knallen könnten.
Jo, das ist gut. So, dann hätte ich gerne noch hier ein paar von denen. Getrockneter Efeu nehmen wir vielleicht auch einmal raus. Und ja, so ein, die möchte ich eigentlich nicht hinmachen, die sind hässlich. Eigentlich ist das Sandwort auch nicht gerade schön, aber er würde halt hier sehr gut reinpassen. Na komm, durch. So, was ich hier auf jeden Fall platzieren werde, das sind auch Steinlaternen. Weil ich glaube, die passen nämlich hier sehr gut rein. Efeu zum einen hier. Dann würde ich zumindest mal. Ups. Ja, warte, dann mache ich dich nochmal weg. Dann setze ich da nochmal den hin. Dann kommst du dahin. So. Also dann kann ich euch wegtun schon mal, weil das wäre zu viel jetzt. Steinhaufen Hammer. Steine passen eh nicht mehr rein. Steinplatten tue ich weg. Die kann ich wegtun. So. Na komm, runter. So, dann machen wir hier nochmal so. Nämlich auch schon verballert, das ist gut. Da weiß man eh immer nicht, wo man es hinpacken soll. Aber ich meine, ich könnte sie auch theoretisch löschen, aber. Moment. Jo, gut. Ich denke, das ist gut. Da würde sogar noch Wasser gut herpassen, ne? Irgendwo so ein Wasserrinnsal, der hier aus dem Fels rauskommt. Das wäre, glaube ich, auch nicht einmal so verkehrt. Oder zumindest halt hier so eine Pfütze hermachen. Ah, nee, komm, lass. Nicht noch mehr. Moment, jetzt brauche ich meine Steinlaternen. Ich hoffe, ich habe welche, aber ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Na gut. Bauen wir uns schnell mal welche. Ist nur die Frage, wie viel mache ich? Ich würde sagen, ich mache jetzt mal 4 Stück. Weil ich brauche. Also auf jeden Fall eine hier neben die Bank. Eine da neben die Bank. Dann könnte man eigentlich auch hier noch welche drauf machen. Ja, ich mache noch eine. Na komm. Eine noch. Und dann. Sollte das eigentlich okay sein. Dann hätten wir hier eigentlich auch einen ganz netten Steingarten. Jo. Es passt einfach mit der trockenen Erde zusammen. Perfekt sogar, finde ich. Und der Übergang dann hier zu diesem zu dieser Giftbrühe ist natürlich auch nicht schlecht. Es gibt im Übrigen auch noch einen Sumpf. Ein Sumpfgebiet, da muss ich mal auch noch überlegen, wo ich das mache. Aber ich denke, von der. Na, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Von der Karte her würde ich das wahrscheinlich dann hier hinten reinmachen. Weil da braucht man schlammiges Wasser. Ich habe hier hinten schon schlammiges Wasser. Und dann könnte man das da machen. Aber gut, das ist irgendwann mal. Irgendwann wird das mal. So, jedenfalls, den haben wir jetzt erstmal fertig. Den Weg und so weiter verbinde ich wann anders. Efeu weg. Trockene Erde lasse ich mal einstecken. Aber ansonsten finde ich das jetzt hier wirklich, ja, nett. So, ich möchte hier etwas Großes herbauen, habe ich gesagt. Und es wird wirklich sehr groß.
und wird wahrscheinlich auch sehr weit hier nach hinten gehen. Ich weiß nur noch nicht, wie weit. Es ist nur die Frage. Ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, das wird eine Kirche. Es ist nur die Frage, wenn ich da vorne anfange und ich habe diesen Felsen genau vor dem Kirchturm, ob ich da nicht ein bisschen zu früh bin hier mit meinen Steinen. Ob ich die nicht noch ein bisschen nach hinten versetze. Euch nehme ich mal raus. Ob ich da nicht, keine Ahnung, vielleicht eher bis hierher gehe. Halt, warte mal. Könnte man ja im Grunde auch lassen, so eine Art Weg bis daher, dass man dann nochmal nach oben geht. Ja, warum nicht? Muss halt jetzt alles ein bisschen überlegt sein, wie ich es mache. So, das sind jetzt... Oh, warte mal. Das ist eins zu breit. Genau, ja, das könnte man machen, doch. Ich glaube, das ist in Ordnung. So. Also wie so einen Weg, der davor geht. So, dann so eine Art Vorplatz. Ich könnte das bis daher machen. Genau, vielleicht mal gucken. Ja, das ist vom Platz her auf jeden Fall noch weit genug. Das ist gut. So. Bett. Da. Erstmal pennen, bevor es wieder dunkel wird. Na komm. Schlaf, schlaf. So, dann brauche ich allerdings irgendwie Treppen, die ja dazu passen, ne? Das ist ja wieder das Problem. Treppen gibt es nicht so viele. Es gibt halt diese Holztreppen und die Steintreppen. Die Steintreppen kann ich färben. Allerdings ist da die Frage, in welcher Farbe würde ich die färben? Nee, nicht bauen. Hier, färben. Muss ich mir mal angucken. Zu den Ziegeln würde halt wieder rote Treppe passen. Weil grün, gelb, blau, das ist alles ein bisschen strange. Außer ich mache sie weiß. Ich stehe ja sowieso auf weiß, ne? Da ich immer, ja, machen wir mal 20, ist egal. So, und dann kann ich. Wo waren denn nochmal die Eimer? Ich glaube, die Eimer, die kann ich nur an den Mischdingsen herstellen. Aber ich müsste noch Mischer einstecken haben. Da ist jetzt nur die Frage, wo. Die sind wahrscheinlich ganz hinten, oder? Jawohl, gut. Dann stelle ich nämlich einmal hier noch zwei Mischer her. Ups. Nein. So, und dich stelle ich da noch daneben. So, dann passt das. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, ich bin am Verhungern. Okay. Dann gebe ich dir erstmal Futter. Ist klar, wenn man so viel baut, ne? So, bauen. Wir können Wasser... Wassereimer. Wir können Farbeimer machen. Im Grunde könnte ich jetzt eh jeden mal herstellen. Da mache ich jetzt auf jeden Fall mal 5 Stück. So, dann könnte man sagen, mal hier einen lilanen. Einfach nur, dass ich die dann auch in meinem Erbauer-Almanach drin habe. Macht er jetzt die 5 gleich oder nur einen? Ah, natürlich nur einen.
Okay, warte mal. Und dann kann ich färben. So, der färbt jetzt, glaube ich, wirklich nur diese Steine. Ja. Jetzt warte mal, dann kann ich dich rausnehmen. So, dann mache ich hier einmal rosa Farben. Die zwei kann man gleich wieder mit rausnehmen. Yes, das ist gut. Da kann man natürlich auch wesentlich mehr platzieren und einfärben, ne? Aber es wird später schwierig werden. Das dann korrekt einzufärben. Von daher ist es doch, glaube ich, besser, wenn man hier einfach ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe jetzt die genommen zum Färben, aber das ist eigentlich ein Quatsch. So, dann mache ich hier einmal rot und einmal den grünen. Dann haben wir die zwei und dann fehlt noch gelb und blau. Und dann haben wir, glaube ich, alle Farbeimer einmal hergestellt. Die laufen ja relativ schnell, da kann man auch kurz warten. So, einmal das. Dann mache ich hier einmal gelb. Und hier mache ich noch schnell den blauen. So, vor allem kann ich dann gleich mal schauen, ob ich noch schwarz in Auftrag geben kann, weil ich nämlich keine schwarze Farbe mehr habe. Und Kaffeebohnen 143. Ey, baut mal mehr Kaffee an! Wie viel könnte ich denn machen? 14 Grad mal, ey. Das ist schon arg. Machen wir halt immer nur 30, ist egal. Hauptsache, ich habe wieder was Schwarzes drin. Moment, den noch mit rausnehmen. Dann kann ich auch gleich nochmal weiße Farbe herstellen. Weizen haben wir ja wirklich en masse. Cool. Dann machen wir mal auf 600. Das sind 1800 mal weiße Farbe. Der nimmt hoffentlich die Farbe, die ich im Säckel habe, mit. So, die werden mir aber gar nicht als neu angezeigt, ne? Aber ich müsste die eigentlich im Erbaueralmanach dann haben, als neu. Jetzt nur die Frage, wo war die Farbe? War die im ersten Ding? Ja, da ist sie jetzt neu. Gut, dann haben wir hier schon auch wieder ein paar Fragezeichen weg. Da fehlt noch, also schwarz hat man schon. Da fehlt noch, aber das ist irgendwas hier mit Grassamen. Ich weiß aber nicht was. Werden wir auch noch rausfinden. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. So. Jedenfalls geht es jetzt erstmal, weil ich möchte das nicht hohl lassen. Ach, das ist ja gut. Moment. So. Und so viele Steine habe ich auch gar nicht mehr. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay, nee. Sandsteinziegel, da muss ich mal welche herstellen. Ist ja egal. Da können wir auf jeden Fall viele machen. Oh, ich habe so viele. Habe ich die in der Tasche? Habe ich da jetzt wieder nicht aufgepasst? Sortier mal. Ah, tatsächlich. Habe ich schon zu viele gemacht. Die 50 roten, ob ich die mal brauche, ich weiß es nicht. So, halt. Dann können wir hier nämlich gleich die Treppe hermachen. Da kommt dann auch gleich Treppe hin. Ja, aber wenn ich die nicht färbe, dann ist es ja doof. Dann muss ich ja mit dem Eimer her. Na gut, ich habe ja noch Eimer. Also
Habe ich jetzt natürlich den einen unsinnig verbraucht, ganz klar. Wo sind sie jetzt? Ganz vorne, natürlich. Zwei Eimer habe ich noch. So, dann gucken wir mal. Also wir können die hier einfärben. Warte mal, dann setze ich aber hier auch nochmal Steine her, dass sich das wirklich lohnt. Ja, man muss schon oben drauf stehen. Moment, kurze Stufe machen. Ja, weil der färbt nämlich bis nach unten durch. Okay, dann mache ich dich noch. Und dann mache ich halt doch nochmal zwei Eimer. Das ist ja egal. Oder drei oder vier, je nachdem. Ah, na gut. Aktuell nicht. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall mal hier färben. Dann habe ich die nämlich schon gleich in weiß. So, 58 Mal habe ich nur. Wahnsinn. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mehr. Das könnte jetzt höchstens sein. Da schauen wir jetzt halt mal hin. Ob ich da oben welche habe. Da brauche ich jetzt halt nämlich ja nicht porten. Das ist ja gleich hier. Jo, cool. Okay, gleich sammeln. Nein, nicht einsammeln, bitte. Ich hoffe, ihr habt mir da nichts. Doch. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Eigentlich wollte ich hier nur Farbe drin haben. Nur Farbe. Quasi die Sammelkiste für alles, was Farben ist. Dann könnte ich die Eimer gleich mit reintun, dass ich die weg habe. Ihr könnt sie theoretisch auch löschen. Wollte ich eigentlich als neu markiert lassen. Warte mal, das hier ist strahlende Stadt. Moment. Strahlende Stadt, die haben wir ja. Von daher könnte ich die auf jeden Fall löschen. Oh, nein. Verdammt. Heute habe ich es wieder mit dem Klicken, ne? So, jetzt hier löschen. Ja, bitte. So, dann haben wir die drei nebeneinander. Dann weiß ich auch, dass das die sind. So, lasst uns fliegen. Oh, das wird schon. Ach doch. Ja, das sind die noch. Na gut. Nee, halt. Gleich noch einfärben, weil wenn wir jetzt so viel Farbe haben, dann können wir gleich die weißen Steine einfärben. So, wie viel kann ich? 900 kann ich auf jeden Fall. Das ist gut. Die Kirche wird aber, ich denke, doch auch rote Ziegel bekommen. Also, dass wir jetzt halt nur die Basis vielleicht in weiß machen. So, dann mache ich es mal einfach. Genau so. Ach, verdammt. Jetzt. Ich wollte eigentlich die Ziegel nochmal weghauen. Ich hätte sie ja eigentlich auch tauschen können, einfach nur. Wäre auch in der Ordnung gewesen.
Na gut, aber ist jetzt egal. Warum regnet es die ganze Zeit? Ich will nicht, dass es regnet. Regen ist nicht schön. Also ja, schon, klar, aber nicht im Game. Weil es ein bisschen nervig ist. Mal schauen, weil wir brauchen auf jeden Fall ein Fundament. Das dürfte eigentlich passen, wenn ich das dann, also den Boden generell schön in weiß mache. Dieses komplette Fundament. Okay. Das wäre dann so, aber das soll natürlich auch hier noch ein bisschen rausgehen. Gehofft, der wäre mit drin. Also, dass er versteckt ist, dann hätte ich ihn jetzt nicht wegreißen müssen. Dann würde ich hier mindestens 5 machen. Ja, 5 ist, glaube ich, gut. Es ist halt immer einfacher zum Bauen, wenn man so einen 5er Block macht. So. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Es soll ja schon, ja, symmetrisch sein. Gut. Es wird wahrscheinlich bei der Breite bleiben. Ja, würde ich schon sagen. Aber wie lang das Ganze jetzt wird, ist natürlich eine andere Sache. Oh, ich könnte da im Übrigen mal das Gras austauschen, weil das ist mir eigentlich ein wenig zu schade, wenn ich das hier verbaue. Weil Gras können wir ja doch immer wieder brauchen. Die Steine sind mir eigentlich egal, wenn die unten drunter sind. Wieder hier. Nehmen wir eben die normale Erde. Die sollte ich auf jeden Fall aufheben für die ganzen Ausbesserungen und sowas, die ich machen werde noch. Lass mal einfach mal so. Das müsste passen. So, und dann war es jetzt auch wirklich gut, dass ich so viel weiße Farbe hergestellt habe. Oder herstellen lasse gerade im Moment. Also wenn das hier übers Wasser geht. Naja, sehr egal. Das können wir fast bis da hinten hin machen, wo jetzt ja diese Stufe hier ist. Weil ich meine, das soll ja groß werden. Wir haben Platz. Hier versetzt um 3 Steine. Und das habe ich hier auch. Dann haben wir so ein bisschen schräge. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Da gibt's viel zu füllen. Also im Moment ist es ja nur den Grundriss anreißen. Das, was da oben noch drauf kommt, oh. Ich denke, das wird ein paar Parts dauern, bis das dann passt. Jetzt fängt schon wieder das Regnen an. So, oh, ich habe ab hier. Muss ich echt mal gucken. Moment. Okay, bis daher. Alles klar, Sekunde. Dann einmal Nähfüllmodus. Dann tue ich jetzt aber hier die noch mal wegklopfen, wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist es ja hier. Ja. Nee, dann passt es. Dann hat es sogar gepasst. Da ist die Außenkante. Ja, aber ist doch versetzt. Ja, um eins noch. Weil, und schon geht es dann wieder los, ne, dass ich dann hier einen falschen Versatz drin habe irgendwie. Da ist die Stufe und dann ist die da. Das müsste passen. So, jetzt aber. Das geht. Ich habe jetzt nur noch mal überprüft, ob es tatsächlich diese Kante ist. Aber das stimmt. So, es wird hier hinten natürlich auch noch ein kleines Stück rauskommen, weil irgendwo muss man ja. Okay, das ist der da. Muss man ja auch so eine Art Abtei haben. Einmal 5. Okay, dann geht es bis daher. Dass es wieder mittig ist. Und ideal ist, weil den haben wir nämlich auch noch nicht gebaut, der Friedhof dann hier direkt dahinter. Vor allem sind ja hier schon diese Knochensteine. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist okay so. Und dann muss ich das jetzt im Grunde noch füllen. Aber das mache ich jetzt nicht mit euch, das mache ich dann alleine. Ist ja doch wesentlich sinnvoller, wenn ich das allein mache. Ja, doch, das wird. Ich bin mal gespannt, ob ich so ähnlich bauen werde wie in Dragon Quest Builders 1. Da habe ich ja schon mal eine gebaut, die war recht groß. War wirklich sehr groß. Und da hatte ich allerdings die dunkle, diesen dunklen Altar, den hatte ich direkt unter dieser Kirche gebaut. Und das mache ich jetzt natürlich nicht, weil wir haben die ja da hinten drin in dem Felsen. Also von daher brauchen wir das hier nicht machen. So. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr kommentiert und vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Insofern, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!